Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben in der letzten Folge Khabdun auf eine ganz komische Art befreit, sag ich jetzt mal. Also einen nach dem anderen rausgelockt. Hier ist noch immer der Anführer der Orks. Warte mal, mein Controller hier hat sich an der Maus verhärtet. Ist auch ein... Ah, toll. So, jetzt kann ich sie wieder vernünftig bewegen. Super, sowas finde ich super. Ja, und eigentlich, ich will nur die Paladin-Rüstung haben. Obwohl Ork-Jäger-Rüstung wäre auch nicht schlecht gewesen. Und am Ende will ich mich, ich glaube, ich habe mich entschieden, wie wir es machen. Wir werden einfach alle ausschalten. Alle Orks, alle Menschen, alle. Oh. Fleisch. Ach komm. Ach, scheiß drauf dann. So. Dann, eigentlich wollte ich jetzt nochmal nach Faring und da die Dings abgeben. Ich hoffe, die Orks sind mir jetzt nicht böse. So in Montera, in Treles und so weiter. Ich hoffe, denen ist das noch nicht aufgefallen. Oder dass die noch nicht sagen, dass wir so eine Rüstung jetzt tragen. Und nach Nemora müssen wir auch noch einmal. Und wir brauchen noch ein zweites Katana, damit wir dieses eine spezielle Schwert da machen können. Wenn wir hier nochmal gucken, nicht hier war das. Hier war das, nämlich das Meisterschwert. Dafür bräuchten wir aber auch 210 Jagdgeschick. Haben wir 110 Klingenschaden, ist dann nochmal plus 10 selbst geschmiedet. Bonustalent, Meister der zwei Klingen. Wo so ein Nordmar-Dings? Nordmar-Schwert. Den müssen wir noch herstellen. Zahn eines Säbelzahntigers. Vier Stück. Zweimal Nordmar Nebelgeist und einen Erzrohling. Den müssen wir irgendwie herstellen. Damit wir auch Dings aus reinem Erz irgendwie sowas herstellen können. Eine Waffe. Und wenn wir eine bessere Waffe haben, die wir auch ausrüsten können als Wenzel-Schwert, dann würde ich Wenzel sein Schwert dann die mal zurückgeben. Ich frage mich eigentlich, was ist aus den Leuten geworden, die geflüchtet sind aus den Orks und so weiter? Findet man die wieder? Denn da waren ja noch ein paar Leute mit Namen, die abgehauen sind. Und ich frage mich, was aus denen geworden ist. So, hier speichere ich noch einmal und dann gucke ich mal, wie hier Dominik auf uns zu sprechen ist. Dominik? Okay, der ist uns noch nicht böse gesinnt. Aber ich bin wirklich eigentlich nur auf die Paladin-Rüstung aus. Und ich glaube wirklich, ich werde mich einfach irgendwann gegen alle stellen hier. Na, mein Kleiner?
Warte mal, wie viel Rüstung gibt das Ding jetzt eigentlich überhaupt? Also Schutz vor Geschossen plus 50, Schutz vor Zerschmettern plus 80, Schutz vor Klingen auch nochmal plus 80. Kann man die Rüstung auch nochmal irgendwie verbessern? Ja, Ruckel. Geh mal hier rein. Und gucken wir mal. Hier, Montera. Töte die Kühe des Viehhofs. Wie loyal sind die Ork-Söldner? Ja, die sind immer noch mir gegenüber orange. Hier sind aber auch sehr viele Sklaven, muss man sagen. Vielleicht muss ich, wir haben ja Ashtons Liste bekommen. Müssen wir vielleicht einmal mit Ashton reden? Das ging nicht zu Ashton. Kann es sein, dass hier mehr Leute geworden sind? Und es kommt noch schlimmer. Ja, klar. Du hast gut reden. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und Lee haben wir auch noch nicht gefunden. Lee will ich ja auch noch finden. Wir müssen definitiv nach Nord mal gehen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Sanford? Ich denke darüber nach. Hier, Marek. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Kann er noch was? Der kann hier noch, Hör bloß auf mit der Scheiße. Der kann uns noch was Sinnvolles beibringen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, komm, wir gehen mal nach Gotha. Und von da aus weiter Richtung Faring. Und dann liefern wir endlich mal die Dings da ab, die Wolfsfälle. Dann würde ich nochmal versuchen, in Nordmar weiterzukommen. Vielleicht sind wir jetzt mit der besseren Rüstung auch so weit, dass wir gegen die Säbelzahntiger und so weiter mehr aushalten. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weit. Ich liebe die Musik. Auch wenn es bei mir immer wieder Probleme macht bei auf YouTube. So. Hier gibt's wieder was. Stimmt, da waren Navarks. Ich speichere nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gegen den aushalte. Nicht viel, okay. Gut, dass wir gespeichert haben. Ansonsten wäre jetzt ein weiter Weg zurück. Das wäre wirklich sonst ein sehr, sehr weiter Weg. So, du komm her. Ich hoffe, dein Kollege kommt nicht dazu. Jo, jetzt hat der mich gekillt, was? Der jetzt, der alleine? Hä?
Vielleicht muss ich noch was essen eher vorher. So, mein Kleiner. Komm. So, der da hinten kommt nicht. Okay. Speichern wir und dann essen wir noch mal was. Ich weiß jetzt nicht, ob der hinter mir her ist. Mich im Visier hat. Wo kommt denn der Ork her? Sind die Orks wieder... Die Orks sind hier wieder da. Oder marschieren die hier einfach durch? Die marschieren hier durch. Was haben die vor? Da vorne sind gleich wieder Wargs. Kämpfen die gleich gegen die Wargs? Also, ich würde es begrüßen, denn einerseits, klar, okay, das mit einem Erfahrungspunkt wird dann ein bisschen schwierig, aber ja, viele Freipflanzen. Okay, Ja, in den Staub mit ihm. Oh. Man muss sie alle töten. Ja. Ich nehme die mal als Unterstützung mit. Wieder eins von diesen lästigen Viechern. So, hier haben wir noch so ein Herrscherkraut. Perfekt. So, wieso gehen die jetzt da? Ja, in den Staub mit ihm. Futter für die Würmer. So. Das wichtigste Zeug nehme ich selber noch mit raus von denen. Wieder eins von diesen lästigen Viechern. So, haben die noch einen gefunden da oder wie? Ne. Wollte schon sagen. Hier, aber die Truhe können wir jetzt an die mal looten. So. Und die hier. Bitte nicht abbrechen. Abgebrochen. Schön. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist aber, wo kriegen wir die nächsten... Was hat der da gefunden? Ein Ripper. Man muss sie alle töten. Gibt auf jeden Fall ordentlich Fleisch. Hier haben wir noch eine Truhe. Mit einem Heiltrank, perfekt. Wo gehen die hin? Was ist mit denen? Speicher einmal. Jetzt, also, was ist mit denen jetzt? Der geht alleine seinen Weg. Da vorne haben wir schon Faring. Was ist mit denen? Ja, wir sind zumindest in Faring da. Dann benutzen wir das Lagerfeuer.
So, 13 Fleisch haben wir wieder. Nice. So, was Nordmarber angeht, habe ich so das Gefühl, da können wir so oder so, hoppala, wollte ich da hier drauf, ne, ich wollte nicht hier drauf, ich wollte hier drauf, da kann ich mich eh nur den Clans anschließen, da wird es nicht funktionieren, sich den Orks anzuschließen, glaube ich, weil die sind da so oder so immer gewalttätig gegen einen. Es kommt noch schlimmer. So, und das hier ist ja jetzt die wichtigste Bastion von den Orks, glaube ich. Das würde ich dann wahrscheinlich als ein großes Finale machen, wenn ich gegen die Orks kämpfe. Hier, er wollte doch die Felle, ne? Willst du noch Wolfsfelle? Willst du noch Wolfsfelle? Du bist ein guter Jäger. So jemand wie dich brauchen wir in der Burg. Okay, lass mich in die Burg. Lass mich in die Burg. Ihr alle habt mir eure Zustimmung gegeben. Geh hinein. Jemanden wie dich können wir brauchen. Nice. Okay, nochmal Erfahrungspunkte bekommen. So, Ruf bei den Orks. 23. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Haben wir hier noch andere Quests? Wir sind hier in Faring. Rokkos Höhle, Schmieden in Faring. So, warte mal. Sind wir schon in der Lage, das hier hochzuheben? Den Mühlstein? Das ist zu schwer für mich. Okay, wie viel fehlt mir noch dafür? So, Zakosch. Zeig mir deine Ware. So, schwere Orksöldnerrüstung. Ich glaube, mehr kriegen wir nicht. Also besseres. Bei den Orks kriegen wir, glaube ich, nichts Besseres. Okay, gehen wir jetzt weiter nach Nordmar. Ich will jetzt wissen, wie wir da zurechtkommen. So, und nochmal speichern vielleicht. Nicht, dass wir, wenn wir gleich oben sind, sofort wieder drauf gehen. Beziehungsweise, warte mal, hier gab es doch irgendwo, ich glaube weiter oben, noch einen Weg. Da war doch bestimmt Rokkos Höhle. Können wir den auch erstmal machen? Vielleicht sind wir schon in der Lage, gegen den einen da zu kämpfen. Wir müssen ja hier durch, oder? Nee, nicht hier durch. Oder? Doch. Wir müssen hier hoch. Ganz komisch aufgebaut hier. Das war der Weg, ja. Zu so einem kleinen Tal. Und dann speichern wir hier noch einmal. Da war ja ein Steingolem, glaube ich, war das. Okay, wird wohl schwierig. Da kommt er schon, was? Bisschen schneller. So. Okay. Nochmal einen Heiltrank. Dann versuche ich den noch einmal. Ah!
Ja, wir haben ihn. Herz eines Steingolems. Okay, das war alles andere als einfach. So, das wird gespeichert. Den haben wir alleine hinten gekriegt, auch wenn wir fliehen mussten, öfters mal. Aber da war ja noch einer. So, was mit dem da? Nein! Okay, das war jetzt doof gelaufen. Aber den hätten wir schaffen können. Den hätten wir sogar schaffen können. Wir dürfen nicht mit diesen schnellen Parierangriffen da machen, sondern müssen direkte Angriffe machen. Also direkt mit linke Maustaste, meine ich. Dann würde das gehen. Ausweichen wird nur ein bisschen schwierig. Jetzt geht er hoch. So, komm. Was war das denn jetzt mit dem Rucklern? Es liegt nicht an mir, nicht an meinem PC hier. Frames oder sind ja nicht ausgelassen worden oder so. Also keine Renderverzögerung, keine Codierungsverzögerung hier bei OBS. Und hier im Task Manager ist alles auch eine Nummer. Das ist wirklich das Spiel. Klar, es gibt ein paar Leute von euch, die schreiben mir auch, dass das eigentlich am Spiel selber liegt. Muss ich vielleicht irgendwie noch einen separaten Patch oder sowas runterladen, installieren? So, jetzt geht's los. Und den haben wir jetzt auch. Jetzt ist nur die Frage, gibt's hier noch so einen? Ich hoffe nicht. So, okay, dann essen wir das hier. Perfekt. Und speichern. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Wir haben zwei Steingolems jetzt besiegt. Dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwas zum Einsammeln gibt. Metalltruhe. Damit wir knacken dürfen. Abgebrochen. Dankeschön. Ah, okay, es ist wirklich hier oben, dass es ruckelt einfach. Noch ein Herrscherkraut. Ist das die Höhle? Okay, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Ich kenne das alles gar nicht, glaube ich, oder? Ich höre hier Snapper. Da ist ein Snapper. So, noch mehr Waldbären. Wo bin ich hier? Noch eine Flammenbeere. Abgebrochen. Ach, toll. Abgebrochen. Willst du mich verarschen?
Ich dachte schon, jetzt kommt nochmal abgebrochen. Jetzt ernsthaft, aber... Oh, noch mehr Trolle. Finde ich super. Und noch ein Schattenläufer. Mehrere Schattenläufer. Dem Schattenläufer traue ich mich einfach noch zu wenig. Irgendwann müssen wir mal riskieren, da nochmal gegen anzutreten. Aber wo führt der Weg dahin? Abgesehen zu den Snapper meine ich jetzt. Speicher vielleicht nochmal. Also klar, der führt jetzt nach Norden, aber... Okay. Die sind tot. Es hat noch einen Pass nach Nordmar auf jeden Fall. Säbelzahnkätzchen. So, bleib unten. Nice. Jetzt haben wir den. So. Ein Zahn haben wir schon mal von dem. Perfekt. Wir brauchen noch drei. So, oben rum oder unten rum? Komm, wir gehen erstmal unten rum. Okay, Ripper. Ist das nur ein? Ne, das sind zwei. Schaffe ich den? Ah, Alter, jetzt erschreck mich nicht. So, weg, 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 weg. So. Na komm, such dir deinen anderen Weg. Während ich mir einen Heiltrank gönne. So. Ich höre da drin noch mehr. Das ist eine Höhle von Rippern, glaube ich. Eine Ripperhöhle. Oder, ne, Wölfe. Oder Wargs oder Eiswölfe. Hä? Wo bin ich hier gelandet? Da ist noch ein Ripper. Mehr Ripper. Gegen so viele Ripper will ich jetzt nicht kämpfen. Ich wollte jetzt eigentlich hier nach Nordmar Säbelzahnkatzen jagen. Erstmal wieder nach oben. Und wieder auf der Straße bleiben. Hier. Ich speichere noch einmal. Vier Stück brauchen wir und dann müssen wir wieder zum Hammer-Clan.
Noch ein Ripper. Ich höre sogar mehrere. Und da sind Wölfe. Ist der alleine? Ich glaube schon. Aus dem Weg. Weg, 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 weg. Ich hoffe, hier kommt er nicht durch. Oh, doch. Okay, ausnutzen die Zeit, wo er orientierungslos ist. Der kommt, der geht da rum. Puh, geschafft. Einmal speichern. So. Jetzt ist nur die Frage. Da haben wir ein Kätzchen. Da haben wir zwei Kätzchen. Nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Hallo Hirsch, kümmerst du dich einmal drum? Okay, die sind weg. Noch ein Heiltrank vielleicht? Ich hoffe, die haben sich jetzt nicht aufgeladen. Komm schon, trifft ihn doch. Jetzt kommen die wieder zu zweit. Ich versuch's noch einmal so. Vielleicht. Okay, so funktioniert das nicht. Irgendwie muss das doch wohl klappen, oder? So. Vielleicht nochmal essen. Und das hier auch nochmal. Haben wir vielleicht permanente Dinger wieder bei uns? Schnapsbeere. Kaktusblüte, Dämonenpilz, Waldbeere, Herrscherkraut. So, Heilpflanze, Königsdistel, Morgentau, Zauberwurzelfeuernessel, Flammenbeere. So, Mana-Pflanze. Tonstöckel, Felsnessel, Eisenhalm, Ogerblatt, Snapperkraut, seltsamer Pilz, Sumpfkraut, Krötenwurz, Wolfskraut. Okay, nochmal speichern und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht nur einen von denen anlocke. Von den Säbelzahnkatzen. Ja, jetzt hör auf zu ruckeln. Okay, das wird so nicht funktionieren. Ich muss nur den einen anlocken. Ich muss wirklich mal schauen, wie ich das mit denen mache. Die sind aber auch echt zu stark. Vielleicht muss ich auch einfach auf Jagd irgendwie mehr skillen oder sowas. Keine Ahnung. Wo genau befinden wir uns hier? Kurz vorm Wolfsclan. Wolfsclan ist dort im Norden.
eigentlich. Versuch mal irgendwie hier. Alter, erschreck mich nicht. Wo kommst du denn her? Da! Da! Versuch's mal lieber mit den Wölfen. Hier ist auf jeden Fall die Straße wieder. Alter, wieso ruckelt das so viel? Ich sterb jetzt. Ich hab jetzt schon wieder, ey. Unglaublich. Naja, ich will jetzt aber wirklich schaffen, zum Wolfsclan zu kommen. Und da vielleicht noch ein paar Quests machen oder sowas. Liegt's vielleicht an meiner Stärke? Ist 237 nicht genug? Das nur hier. Alter, wieso ruckelt das hier so viel? Liegt das wirklich am Eisgebiet? In Varant hat es, glaube ich, nicht so sehr geruckelt wie hier. Da haben wir wieder Rhinos. Und die tun mir, glaube ich, nichts, solange ich nur an denen vorbei will. Wo kommst du denn her? Wo kommt ihr denn her? Ja. Jetzt renn! Wolfsclan, da lang. Und auch noch Eiswölfe. Für die geben jetzt wenigstens Ruhe. Okay, hier speichern. Vielleicht schaffen wir gegen die Eiswölfe einzeln. Hinter mir ist nichts. So, okay, einzeln schaffen wir sie. Nochmal was futtern. Aber auch, die machen aber auch mehr Schaden als die anderen Wölfe. Noch, ich glaube nochmal mehr als Wag sogar. Okay, ich lasse die mal gegeneinander kämpfen. Ich lasse die gegeneinander antreten. Und ich genieße nur die Aussicht. Hier, Morgentau nehmen wir mal mit. Mal gucken, wer hier jetzt drauf geht. Irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher teilweise für die Orks, dass die gewinnen. Ich gehe mal dazu, der... Okay. Wieso treffe ich den gar nicht? Ich treffe den gar nicht. Wieso... Ich treffe die einfach gar nicht. So, du bist Stress. So. Ich
Was ist denn mit dir? Hallo? Da! Okay. Den haben wir auch erledigt. Ich konnte den jetzt aber blöderweise auch gar nicht treffen. Ich treffe den einfach gar nicht. Null. So. Ich hab nicht verstanden, warum ich den nicht treffen konnte. So, Kruschwarok nehmen wir auch noch mit. Den hat man noch nicht glutet, oder? Doch. So, und das muss jetzt, glaube ich, der Wolfsclan sein, ne? Ich speichere einmal. Ich glaube, ich höre da unten was stampfen. Nee. Die haben... Kriegerin? Was willst du? Du solltest jetzt gehen. Die haben ihren eigenen Golemwächter. Halt! Keinen Schritt weiter! Sonst haut dir mein großer Freund was auf die Mütze. Was hat der Golem hier zu suchen? Was hat der Golem hier zu suchen? Verstärkung für den Clan. Wir haben ein Geschäft mit einem Magier gemacht. Seit die Orks sich hier überall breit machen, kann man nicht vorsichtig genug sein. Wir haben noch einen davon, oben im Dorf. Und warum hältst du mich auf? Warum hältst du mich auf? Ich passe auf, dass keine Orks ins Lager kommen. Sehe ich aus wie ein Ork? Schon gut. Wollte nur ein bisschen Eindruck machen. Man hat ja nicht immer so einen großen Kollegen an der Seite. Okay, ein Geschäft mit einem Magier? Welchem Magier? Ein Geschäft mit einem Magier? Welchem Magier? Der Typ ist plötzlich hier aufgetaucht. Hatte so eine schwarze Robe an. Sonst noch was? Ja, seine Augen. Er war blind und schien trotzdem zu sehen. Xardas. Ich bin froh, dass er wieder weg ist. Und dass er uns die Dinger dagelassen hat. Xardas war hier? Xardas war hier? Heißt es so? Kann sein. Ich halte mich lieber fern von Magiern. Bei denen weiß man nie. Rede mal mit Grimm. Er hat mit ihm gesprochen. Okay, wer ist Grimm? Wer ist Grimm? Unser Anführer. Du findest ihn oben in seiner Hütte. Es ist die Große, ganz oben im Dorf. Und was mit den Orks? Was ist mit den Orks? Ach, die sind überall. Unsere Jäger können noch nicht mal allein jagen gehen. Zu gefährlich. Wir schicken nur noch große Trupps los, schwer beschützt von Orktötern. Ist ja klar, dass wir nicht mehr so viel Beute machen wie früher. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Wenn du Felle hast, wird man sie dir im Dorf bestimmt gerne abnehmen. Sonst noch was? Ich weiß nicht. Bogir ist irgendwie komisch. Total verschlossen. Und jagen geht er auch nicht mehr. Wer ist Bogir? Wer ist Bogir? Er ist unser erfahrenster und bester Jäger. Aber zurzeit sitzt er den ganzen Tag vor seiner Hütte und grübelt. Vielleicht kannst du ihm helfen. Okay, was ist mit dir? Brauchst du Hilfe? Was ist mit dir? Brauchst du Hilfe? Ich? Nein, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn du einen guten Schnaps hast, bin ich nicht abgeneigt. Ich kann hier noch nicht mal ein Feuer anmachen, sonst schmilzt mir mein Golem weg. Hier ist dein Schnaps. Hier ist dein Schnaps. Zeig her. Hier, guter, klarer Schnaps. Hier, guter, klarer Schnaps. Ah, danke, das tut gut. Nice. Okay, ja, lässt mich vorbei. So, wer ist das? Noch eine. Beide noch Ärger. Noch eine Kriegerin. Wieso kriegen wir beide noch Ärger? Ist das dein Ernst? So, und noch eine Zauberwurzel. So, wer bist du? Gunnar. Kommst du von der Jagd? Hast du Felle oder Tiertrophäen dabei? Ich kaufe sie dir ab, wenn du willst. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Xardas? Das war ein Spektakel. Erzähl. Er taucht eines Abends hier auf, wie aus dem Nichts. Er blieb die ganze Nacht. Er verhandelte mit Grimm, unserem Anführer. Und dann? Am nächsten Morgen war er verschwunden. Dafür waren diese beiden großen Kerle hier.
Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Da musst du einen der Jäger fragen. Am besten Bogir. Er ist der Beste und Erfahrenste von uns. Zeig mir deine Ware. Rezept scharfer Pfeil. Kostet 1170. Was hat er hier? Orkreißer. Bonusland Orkjäger, okay. Kann ich... Ja, ich kann ihm das hier noch andrehen. Dann noch die Bluternte behalten wir. Ork-Armbrust. Dann normale Armbrust. Die Dinger können weg. So, das kann weg, das kann weg. Hier haben wir nichts. Hier Telekinese, Schlaf. Böses Vernichten. Hier, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir haben Bananen, 3 Stück. So, dann das kann weg. Hier, Herz eines Steingolems. Hier, Hirschbell. Kann. Den behalten wir, die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Klauen können weg. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Weg damit. Eisenerz. Ich weiß noch nicht, wofür wir das Eisenerz brauchen. So, und die haben hier Eiswölfe. Zahmer Eiswolf. So, Kämpfer. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich mach hier keinen Ärger, keine Sorge. Noch nicht. So, Rune. Hey, du! Hast du nichts zu tun? Wieso? Was ist los? Wieso? Was ist los? Du siehst nicht so aus, als wenn du besonders beschäftigt wärst. Das ist los. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Proviantmeister des Clans. Alles, was die Jäger ins Lager bringen, wandert zu mir. Ich entscheide, wie es verteilt wird. Wenn jemand was braucht, kommt er zu mir. Und was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Kommt drauf an. Das Fleisch wird geräuchert für schlechte Zeiten. Die Felle werden gegerbt oder weiterverkauft. Und der Rest? Erstmal in die Truhe. Wer weiß, wann wir es brauchen. Okay, und was gibt's zu essen? Was gibt's zu essen? Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Das gibt Muskeln und ordentlich Speck auf die Rippen. Die Flachländer essen zu viel Grünzeug. Die können hier oben niemals überleben. Interessante Theorie. Mehr als das. Es ist die Wahrheit. Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Okay, Ketil schickt mich. Ketil schickt mich. Ja, ich weiß. Er wartet auf die Felle. Ja, was soll ich machen? Ich habe die Felle nicht. Sag ihm, er kriegt sie, sobald ich sie habe. Wann wird das sein? Keine Ahnung. Vielleicht ist es besser, wenn er sie woanders besorgt. Okay, was hast du anzubieten? Warum soll ich dir was geben? Wer hier nicht mithilft, den Clan zu versorgen, der bekommt auch nichts. Schmarotzer können wir hier nicht gebrauchen. Was brauchst du? Die Holzfäller vor dem Dorf brauchen was zu essen. Nimm dir 5 Bärenschinken aus der Hütte und bring sie zum Camp der Holzfäller. Wenn das getan ist, sind wir im Geschäft. Okay, Schinken, wo finden wir die? Hier in der Hütte? Oder wo finden wir die? So, kannst du mir sagen, wo die sind? Hier noch ein seltsamer Pilz. Dämonenpilze nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, ob das zu dem Schinken gehört. Oder die. Ich weiß es jetzt wirklich gerade nicht. Okay, der sagt nichts. Ich weiß nicht. Jäger, Gunnar, hatten wir schon? Ich glaube, ich will das gar nicht hören.
Was ist damit? Tötenwurz? Tötenwurz? Eisenheil. Rona. Kommst du gerade oder gehst du? Ich komme. Ich komme. Ich suche noch jemanden, der mit mir auf die Jagd geht. Alleine ist es zu gefährlich. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Auf der anderen Seite des Berges gibt es eine kleine Jagdhütte. Hervorragende Jagdgründe. Bist du dabei? Hast du niemanden anderen, der mit dir geht? Hast du niemanden anderen, der mit dir geht? Würde ich sonst fragen? Normalerweise gehe ich zusammen mit Bogir auf die Jagd. Aber? Er will nicht. Er sitzt einfach nur da und hängt rum. Ich glaube, man könnte ihm ein ganzes Rudel Wölfe ins Lager locken. Er würde noch nicht mal zum Bogen greifen. Okay, machen wir später. Rostige Streitart. Ist hier Bogir? Echt, diese Eisriesen, die machen mich nervös. Noch ein Jäger. Wirklich, diese Eisgolems und die Wölfe, die machen mich hier nervös. Orktöter, Orktöter. Wo ist denn Bogir? Du bist Grimm. Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Faring. Aber das ist vorbei. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir was über das Dorf. Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm, der Anführer des Wolfsklans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Okay, und wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogir. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat. Wo finde ich Bogir? Wo finde ich Bogir? Seine Hütte ist direkt oberhalb des Dorfeingangs. Okay, was unternimmst du wegen der Probleme? Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Wo ist das? Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg. Am Holzfällercamp vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Okay, braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal Hogar. Vielleicht kann er dich begleiten. Ich suche übrigens Xardas. Ich suche Xardas. Er ist nicht mehr hier. Was wollte er hier im Dorf? Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekam unser Erz. Dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Wo kann ich Xardas finden? Wo kann ich Xardas finden? Er ist nach Norden gegangen. Hansson, einer unserer Jäger, hat ihn begleitet. Wo finde ich Hansson? Wo finde ich Hansson? Er ist auf der Jagd, am Hirschfelsen. Ein Plateau nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Folge einfach dem Weg in die Berge. Dort wirst du einen Steinkreis finden. Dort auf dem Plateau wirst du seine Hütte finden. Wie kommt Xardas immer näher? Ist jetzt nur die Frage, überleben wir es bis dahin? Ich will jetzt aber auch Bogir finden. Wo haben wir Bogir? Bist du Bogir? Bogir! Was willst du? Lass mich allein. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Wer? Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Mhm.
Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Du bist also ein Wolf, das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt der hat einen Druidenstein. Gehe ich mal von aus. Du kannst dich also in einen Wolf verwandeln. Ja, der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay, was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meinen Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Okay, wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger. Der neue Hüter. Wer in drei Götternamen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. Okay. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Nee, das machen wir nicht. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich weiß alles über die Jagd, was es zu wissen gibt. So, okay. Kann ich auch mit dir handeln? Geh zu Rune, dem Proviantmeister. Er wird sich um deine Wünsche kümmern. Okay, wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit, im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Und warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Wer ist dein Nachfolger? Der, der den weißen Hetzer tötet. Was kann ich mir was über die Jagd bei? Meisterschütze, Großwildjäger. Dazu bist du noch nicht bereit. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Habe ich überhaupt Punkte zum Ausgeben? Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.